Herzlich willkommen zum nagelneuen PlayerUnknown's Battleground Slot am Montag. Vorabend, auch wenn die Sonne noch scheint, ist es schon der Vorabend um 17.30 Uhr ab sofort, zumindest solange die Bundesliga-Sommerpause anhält, werden wir hier ordentlich auf den Battlegrounds Gas geben. Heute mit einer tollen Besetzung. Deniri ist am Start, Andy ist am Start, Böhmefeld, Böhmer, Bohmenhoff. Das waren die Gags, Dennis, die ich dir versprochen habe. Okay. Cool. Und meine Wenigkeit und wir haben schon direkt gestartet, wir sind hier schon auf dem Warteserver, gleich geht es los. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir jetzt montags hier in aller Regelmäßigkeit Battlegrounds zocken können. Wie ist die Erwartung? Ihr zwei habt, glaube ich, auch privat ordentlich die Finger im Spiel bei Battlegrounds. Gibt es da neue Erkenntnisse an der Front? Es gibt halt neue Maps. Was? Zwei neue Maps in der Mache. Ach, in der Mache. Das für Konsole kommt, haben wir letztes Mal schon gesagt. Dass vielleicht eine Singleplayer-Kampagne wird lose drüber nachgedacht, das gibt's auch neu. Und neue Animationen kommen als nächstes. Das heißt, so Parkour-Style. Wenn du jetzt über die Mauern hüpfst und so, dann sieht das fesch aus. Okay. Nice, Mann. Ich habe übrigens, ich habe mir ein paar Battleground-Videos angeguckt. Unter anderem so ein Video, wo einer alle Waffen getestet hat, auf alle Entfernungen, durch Türen geschossen, Helmstufe 1, 2 und 3, Kopfschüsse und so weiter. Es war sehr interessant. Und es gibt richtig geile Waffen, das wisst ihr beiden wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber die richtig geilen Waffen gibt es halt wirklich im nur in Lootboxen, also in den Airdrops, nicht Lootboxen. Ja, wobei ich glaube, alle Waffen, die auch in den Lootboxen können als Rare Drop, also sehr, sehr selten auch in den Häusern fallen. Ah, okay. Also da habe ich mich auch schon gewundert, dass ich mal so ein 16-fach Zoom-Ding gefunden habe, genau, aber so ganz viel Glück es hat. Es gibt auch eine Sniper-Rifle, die direkt schon einen Scope hat. Normalerweise muss der immer noch einen Scope finden. Echt? Ja, die haben nie. Eigentlich jetzt die Ansage? Es geht nämlich jetzt los. Okay, Dennis, wir fangen links einfach an. Später hat Andi Strauß noch eine lustige Geschichte. Okay, wir kommen vom Süden. So, Dennis. Ja, okay, alles klar. Wir kommen vom Süden, korrekt. Wir steigen sehr spät aus, hoffen, dass die Leute ungeduldig sind und die meisten schon am Anfang raushauen. Military Base werdet ihr mit mir nie abspringen. Super gefährlich da. Aber da rechts, die Container sind geil, wo ich blau markiert habe. Ja. Die machen Spaß, ja. Okay. Hier, was haltet ihr davon? Wir werden wirklich sehr spät einfach mal. Oh, hier springen viele ab gerade. Also ich sag nochmal, guck mal, hier oben im Norden, da gibt's auch nochmal Container, die geil sind. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Lass uns mal versuchen, hier an diese, da, seht ihr da? Ja. Oder wo, ja, nehmen wir das, was Andi angeklärt hat. Wenn wir da hinkommen, ist ein bisschen weit weg. Versuch horizontal nach Westen in 3, 2, 1, upti, up. Okay. Hey, wir hatten hier die Tasten belegt, Alter. Meine waren auch anders. Mit Käse. Mit Käse belegt. Okay, ich sehe nur. Oh, guck mal, Böde ist da. Pro-Tipp. Eddie, es sieht aus, willst du in die Fahrt. So ein bisschen schwimmenmäßig. Bist ein bisschen weit weg, aber du fliegst in die richtige Richtung, glaube ich. Glaube ich. Also, ich glaube, das ist was. Ich glaube, hier hat einer die scheiß Tasten bei mir alle geändert und ich habe sie nicht gecheckt. Das ist gar nicht so gut hier, was gerade passiert. Okay, Leute. Also, wir nehmen die Container rechts von dem ersten roten Haus, ja? Oder? Okay. Alles klar. Und ich lande direkt auf der Brücke, ey. Ich muss mal gerade hier die Steuerung checken, während ich hier runtersegel. Wer geht denn hier an die Steuerung? Das könnt ihr mir noch nicht antun, Leute. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Werden wir gleich sehen. Ey, Leute, ich habe noch nie bei den Containern gestartet. Ihr müsst erstmal zu dritt, Mann. Ich muss komplett steuern. Oh. Das ist ja toll. Ich komme nicht weit genau. Was ist denn los? Naja, aber kurz davor. Genau. Schutz davor. Guckt euch mal um. Irgendwo falsch hier. Oh, ja, oder zwei noch Squad, Leute. Noch Squad links. Drei Leute. Oh, shit. Links von uns, also im Süden. Ja. Schnappt euch sofort irgendwas zum Schießen. Ich hab was gar nicht. Ich versuche mit BSAD zu spielen. Nein! Oh, fast. Ich dachte, ich wäre zu hochgesprungen. Okay. Geht Scheiße, das ist schon der Erste. Und der lootet schon. Lass mich hier was Geiles finden. Bitte, okay. Bitte. Oh, ich hab geile Sachen. So was ist das? Ich höre Leute, ich will sie schießen. Wo sind sie? Da! Das gibt's doch nicht. Das ist eine fette Lagerhalle und hier ist nichts drin. Ich kann so nicht laufen. Ich höre auch schon Schüsse. Ich habe ihn zweimal erwischt, aber er lebt noch. Okay. Real Denzel, bei dir in der Ecke. Ja, ich weiß, aber hier ist irgendwie so ein Polizeiwestenschlussverkauf oder so. Hier gibt's nichts anderes. Oh, geil. Noch ein Rucksack. Oh, Mist. Lauf. Lauf, Schütze. Bitte, ich kann dir nicht helfen. Ich habe nichts zum Schießen. Hier ist nichts. Oh, Handkanal. Hier ist überhaupt nichts. Oh, ich bin. Ich habe eine AK. Nee. Hier ist eine Rucksackstufe 2. Oh Gott, ich bin direkt im Kampf gefangen. Oh Gott, ich habe so eine olle Karabiner. Ich mache hier erstmal die Tür. Was macht das? Was ist das für ein Ort hier? So. Okay, jetzt bräuchte ich unbedingt mal Scope oder so. Denn sowas, ey? Ein scheiß Helm. Motorradhelm Stufe 2, hä? Oh Gott. Nein, fuck, ich sehe. Mega spannend. Okay, ich habe eine Pistole. Kommt ihr ein bisschen rüber zu Andy und Mia bei Gelegenheit?
Oder weif mir mal Böde. Andi, hast du schon was? Wo ist Böde? Ah ja, okay. Ist er in der Halle und... Hilfe! Bleib am Leben! Ich bin tot! Bleib am Leben! Bleib am Leben, bitte. Halt deine Wunden zu! Ah, ich bin tot! Oh nein. Scheiße. Aber das war lustig. Scheiße. Sind die noch in der Halle? Die sind überall. Die sind direkt bei Bödes Kadaver. Das kann durchkommen, ey. Lass sie nicht an meinen Kadaver. Hast du... Oh, Benny Lava, nicht an meinen Kadaver. Ja. Oh nein, da ist einer, guck mal da. Ja, fuck ab, was ist los? Denzelmann ist auch hinüber. Scheiße. Oh. Hier geht auch kein Durchkommen, das ist echt voll die Mausefalle. Guck mal, hier ist so ein Schlitz, aber es geht einfach nicht durch. Ach echt? Ja. Echt, boah. Beschränkt. Hast du so Minen, ne? Wenn du jetzt da so Minen legen könntest. Ja, aber ich komme hier einfach nicht raus, weil die gucken in meine Richtung. Sein Mann, kämpfe. Schön, Andi! Oh, fuck. Oh. Das war die Aufwärmrunde, ne? Ging halt nichts, ne? Ich glaube, Andi ist noch am Leben, oder? Ja, ich mache meine Steuerung. Das ist, ich glaube, dass Andi jetzt. Du belegst deine Steuerung und überlebst. Rückwärts auf Ö, das ist wichtig. Oder was auf Ö? Auf Ö. Mach doch einfach Standards wiederherstellen. Ja, Standard ist ja nicht mein Standard. Ach, ich habe ja ganz anderen Standard. Verstehst du? Also, aber wenn ich jetzt hier der Letzte bin, dann mache ich kurz mal, wieso kann ich jetzt nicht auf okay machen? Keine Ahnung. Vielleicht hast du irgendwelche wichtigen Sachen nicht belegt, hier, die man springen. Braucht. Okay, warte. So, jetzt. Okay, jetzt kann ich hier nicht auf okay. Was ist da ist noch eine. Was ist denn Item Stack Count Handling? Das ist, wenn du von 20 Items 10 abgeben willst. Manchmal. Ist das witzig, dass du da einfach stehst mit deinem Afro-Look und deinem Pelzkragen. Irgendwo ist noch irgendwas rot. Und dir passiert nichts. Zielen. Ach ja, das ist nicht wichtig. Was war denn nochmal? Zielen war. Unwichtig. Machen wir eh nicht. So, bist du dann soweit? So. Warum hast du eigentlich immer so eine Special? Nur weil du Linkshänder bist. Guck mal, Dennis, spiel doch, guck mal. Hier, ich spiele statt der Karte, BSAD, spiel diese ich Häuser, mit die haben alle so High Military Loot. Das heißt, ich muss alle Tasten setzen. Aber wollt ihr jetzt ernsthaft noch Crowbars looten? Naja, was soll ich denn machen? Dich nackt ausziehen, Geronimo rufen und über das Spielfeld laufen. Ja, okay, ist auch eine Möglichkeit, aber ich guck erstmal, wo der Kreis ist. Ich bin mitten im Kreis, es ist alles cool für mich. Wenn ihr so dumm seid und direkt. Ich hasse mich doch auch gerade. Warte doch mal kurz. Ich laufe jetzt einfach hier straight auf der Straße. Ich spiele wirklich jetzt sehr gewagt. Was ein bisschen wehtut, ist zu sehen, wie du einfach mit so einer fetten Winterjacke durch das Spiel läufst. Und hier ist es so warm. Kannst du dich bitte gleich luftiger anziehen? Das tut echt so weh gerade. Ja, weißt du nicht. Vielleicht hat die da so Kühlstreifen drin oder so. Gibt's ja auch, ne? Ja. Das könnte sein. Wie so eine Thermoskanne. Wenn es warm ist, hält die kalt. Und wenn es kalt ist, hält die warm oder so. Mhm. Du hast auch echt hier eine geile Frisur gemacht. Ich war, als ich Charakter erstellt habe, wusste ich nicht, dass es, wenn man den ändern will, nochmal irgendwie 7000 von diesen Battle Points da. Ja, wusste ich auch nicht. Muss. Total bescheuert. Sonst hätte ich mir, ne, viel mehr Mühe gegeben. Mhm. War einfach so, oh, ich war heiß auf das Spiel. Eddie hat das nur gemacht, weil wir bei FIFA, die Leute hassen den Afro haben, weil es gibt so eine bestimmte charakterliche Substanz an Leuten, die alle sich bei FIFA Afros machen und nur scheiße sind und im Idealfall noch blaue Afros. Und deswegen hat er sich einen roten Afro gemacht, um quasi. Warum eigentlich? Ja, genau wie du es gesagt hast. Als kleine Erinnerung daran, dass wir die Spacken sind in Battlegrounds, die ja alle hassen. Aber ich glaube, die meisten Leute finden uns ganz geil, weil sobald sie uns sehen, haben sie einen Kill mehr. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Hm. Wir sind sehr beliebt. Nochmal, ich laufe mal da zu den Ruinen, da ist bestimmt niemand. Hatten wir erwähnt, dass wir hier einen krassen Ventilator haben? Oder haben wir es vergessen? Das sollten wir noch erwähnen, ja. Das ist wegen dem Ton, ne? Damit ihr euch da draußen nicht wundert. Das summt vielleicht ein bisschen. Man könnte es bei Battlegrounds eigentlich auch einfach verkaufen als dieses Flugzeug, was dauernd oben rumspürt. Was das ist gar kein Ventilator. Nee, es ist einfach schweineheiß hier. Und wir haben uns entschieden für lebenserhaltende Maßnahmen gegenüber glasklarem Ton. Ja, ja, weil all meine Kollegen nicht daran gedacht haben, sich eine Badehose anzuziehen, sondern in ihren fetten Sonntags-Ausgeh-Jeans aufgelaufen großen sind. Großen Sonntags-Ausgeh-Jeans. Immer nur sonntags. Das ist so geil, wie der da einfach... Völlig. Guck mal hier, was haben wir denn hier? Rucksack Stufe 1, viel zu schlecht, nehme ich gar nicht. Kugelloops. Kugelloops. Dip, dip, dip. Klingt wie Müsli, ne? So ein bisschen. Kugelloops. Hey, hast du schon die neuen Kugelloops? Nur 72% Zucker. Ganz genau. Vertrau Kugli, dem Kugelfisch. Kugelloops. Wusstet ihr, dass Delfine auf Kugelfischen, dass sie die erst rumschubsen und dann darauf rumkauen als Droge? Ja. Wusstest du, dass Delfine andere Delfine vergewaltigen? Ja. Ja, und auch die Kugelfische, kennst du den?
Wo den Kugelfisch vergewaltigt. Popan da reindödelt. Ja. Mhm. Das denkt ihr euch der, ja, aber ich glaube, dass es ein Zeichen von Intelligenz ist, weil Delfine sind so intelligent, dass ihnen Sachen einfallen, die scheiße sind. Ein Krokodil zum Beispiel weiß nichts, außer dumm rumliegen, da kommt Beute, fress ich auf, liege ich weiter rum. Aber Delfine, die sind so smart, dass sie anfangen, sich zu langweilen und dann kommst du auf dumme Gedanken. Aber das wird immer so gesagt, dass Delfine so smart sind. Was machen die denn so smartes? Wenn es, wüsste ich jetzt echt gerne mal. Das heißt immer, oh ja, Delfine sind so unfassbar klug gewesen. Was haben die bislang erreicht in ihrem Leben? Du musst es anders sehen. Was hat ein Delfin gemacht, was dumm ist? Ich kann dir tausend Sachen aufzählen, die der Mensch gemacht hat, die dumm sind. Zum Beispiel, wenn sie regelmäßig zu essen verarbeitet. Ja. Passiert den Menschen nicht so oft. Ja gut, weil der Mensch sie tötet. Sie sind das ist, es gibt eine Dunkelziffer, glaube ich. Ich glaube, dass einfach mehr Menschen zu Essen verarbeitet werden, als wir gerade glauben. Das kann sein, okay. Aber also ich finde, Klugheit ist nicht gleich. Da liegt eine Schrotflinte auf. Die Abstinenz von Dummheit. Da würde ich widersprechen wollen. Diese Ruine ist echt schön. Da würde ich wirklich gerne mal im Privatleben auch rumlaufen. Ein bisschen Camping machen, Deckchen mitnehmen. Ich bin hier aber echt gar nicht so rein. Lass mal die Schrotflinte auf mit Munition, würde ich sagen, oder? Kennst du Rückkehr der reitenden Leichen? Oder die Nacht der reitenden Leichen? Da sind die doch auch in so einer Ruine. Und diese Kugelloops, glaube ich, kann man da reinbauen. Kann das sein? Die sind, glaube ich, für die Schrotflinte? Es tut mir leid, dass das jetzt für euch ein bisschen... Oh, ist die besser? Das ist die gleiche, glaube ich. Ich weiß nicht, was... Ja, kannst du Akimbo. Ah, das geht, glaube ich, nicht. Das wäre geil. Oh, hier, guck mal. Ist das eine M4? Ich sehe das ja all nicht, den Text. Ja. Vergiss die Muni da nicht hier unten noch, ne? Sonst kannst du mit der nicht... Das ist natürlich jetzt... Andi, willst du deine Geschichte währenddessen erzählen? Ja. Ich erzähle eine Geschichte von... Ich spiele im Moment dieses Spiel gerne solo. So wie, also eigentlich so wie... So wie jetzt das auch. Spielt. Und ich bin dazu übergegangen, am Anfang wenig zu looten, also eine Waffe zu haben und mich dann möglichst in die Mitte des Kreises zu stellen und da irgendwo hinter einer Tür böse zu campen und zu warten, bis jemand, also auch mit einem Decoy da reinzulegen, hinter der Tür, dass jemand direkt, also man schmeißt da eine geile AK hin und der Typ, der durch die Tür geht, guckt sich direkt die AK an und so. Das habe ich gespielt, ich bin bei der Schule gelandet und stand dann da, und war echt schon super müde und hab noch eine Pizza gegessen, hatte Bauch voll. Und dann kam einer vorbei, guckt sich auch schön die AK an, die ich da als Decoy hingelegt habe. Ich erschieß ihn, nehme seine Ausrüstung, pack mir das Ganze an den Körper und hab dann einfach mich wieder zurückgezogen und wollte einfach warten und so ein bisschen horchen, kommt irgendwas, und hab dann Augen zugemacht, um mich besser auf den Ton konzentrieren zu können. Und war aber so müde, dass ich einfach einschlafe. Und als ich wieder aufwache, war ich Platz 3. Und das Spiel war vorbei und ich war einfach Platz 3. Im Schlaf geworden. Das ist aber eine gute Idee, eine Waffe hinzulegen. Na klar, immer schön so ein bisschen so, kleine Fallen stellen. Einfach. Mal hier, die Ruinen könnt ihr euch mal merken. Ist ganz geil. Gibt's eigentlich einen Raketenwerfer? Hm. Gibt's in der Mitte, wo die anderen sind. Lauf da mal schnell hin. Ja, Leute, ihr müsst da... Sonst können wir ja auch schon mal in die Werbung gehen. Die müssen wir ja jetzt eh machen. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Ja, alleine überlebe. Wir freuen uns sehr, euch jetzt Werbung präsentieren zu dürfen. Währenddessen wird Eddie weiter überleben. Und wenn wir zurück sind, ist es... viel spannender als jetzt. Bis gleich. Okay, wir sind zurück. Ich spiele immer noch. Ich lebe noch, Leute. Noch, aber es sind auch noch 9 Stunden. Ich lebe. Wie geht's weiter? Ich bin gleich im Auge des Sturms. Verdammt, ich lebe. Nee, das ist ein anderes Song. Ja, Eddie lebt weiter. Ich laufe wirklich direkt in der Mitte der Map übers freie Feld. Übers Feld. Die Leute können ihn wegen seines Afros nicht erkennen. Sie denken, es ist ein Baum, der sich im Herbstkostüm durch die Wiese wiegt. Vielleicht haben wir das Spiel immer falsch gespielt, immer so in Deckung gegangen und so. Vielleicht muss man einfach schreien über das weite Feld laufen. Hier bin ich und die Leute treffen es nicht. Wenn du noch T drückst und schreist, dann hören die anderen dich ja wirklich, die in der Nähe sind. Ja. Echt? Ruf doch mal sowas wie, ihr kriegt mich ja doch nicht. Ist es T die richtige Taste bei dir? Nee. Ich weiß nicht, wie es belegt ist bei dir. Ich glaube, T ist bei Eddie Granate werfen. T ist bei mir ein Heusgetrick. Ja. Schüsse. Ich habe Schüsse gehört. Gut, also sehen Sie hier Etienne Gade, wie er sich im Schatten der Bäume in Richtung
dieses herrschaftlichen Anwesens schleicht. Das scheint noch zu sein. Oh, Bombenalarm über was dir. Was ist denn das für ein Haus? Wer malt denn sein Haus in drei Farben an? Ich glaube, da war erst ein Haus gebaut, dann haben wir gedacht, oh, wir kriegen Nachwuchs, bauen wir eine Etage drauf. Ja, ne? Und das ist ja irgendwie Russland, da haben die auch nicht immer alle Farben, die man an der hätte, musst du nehmen, was du kriegst. Ja. Shit, hier wurde schon gewinnt. Also rot-weiß-blau. Vielleicht ist da oben jemand und wartet auf dich. Ist ja auch die russische Fahne. Ja, aber ich glaube nicht in der Reihenfolge, das sah super strange aus. Blau-weiß-rot, ist, oder? Wie von oben ist gesehen. Ist das nicht Frankreich? Nee, aber anders. Frankreich ist so, Russland ist so. Mhm. Paruski? Was ist denn das? Molotow-Cocktail. Eine ballistische und Maske. Achso. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ja. Oh. Guck dir mir jetzt mal ins Gesicht. Die ist ja sieht super. Echt schnieke aus. Wenn dir jemand ins Gesicht schießt, dann bist du vielleicht nicht sofort tot. Oder? Geh mal ein bisschen vom Fenster weg. Ich hab das immer so. Und vom Balkon auch. Also sicher? Einfach, ja, ja, die Bombeneinschläge hauen manchmal so die Fenster tatsächlich kaputt. Ich meine das ernst. Also wieso heißt das Ding ballistische Maske? Das kann ja nur bedeuten, dass sie besonders gut fliegt. Oder dass sie für einen Maskenball gefertigt wurde. Ah, das kann auch sein, ja. Ah, eine, ja. Ja, weiß man nicht. Vielleicht kannst du gleich zu einer Orgie gehen, Eddie. So check doch mal. So eine Stanley Kubrick-Party, so Ice White Shut-mäßig. Mhm. Hier wurde gelootet, hier sind offene Türen. Ja, ja, klar, da lag ja auch nichts mehr drin in dem Building. Ist das super schlau, auf den Balkon zu gehen? Mega, nee. Mega schlau. Ich glaube, einfach, ich würde nochmal runtergehen. Hast du die Tür hinter dir zugemacht? Ja. Und dann würde ich einmal ein bisschen abhängen und gucken, was der Kreis so sagt. Ne? Es ist wirklich so lächerlich, dass du wahrscheinlich wirst du tatsächlich diese Runde gewinnen. Aber es wäre cool, dann kriegen wir alle Teampunkte. Je länger der Letzte von unserem Team überlebt. Vielleicht solltest du einfach nochmal die Steuerung umstellen. Vor jeder Runde. Ja, es ist halt lustig, ich habe noch nicht eine Person gesehen. Nee, ne? Aber check mal die Karte aus. Wir können ja mal gucken, wo eventuell der Kreis als nächstes noch hin wird. Ja, weil ich glaube, im nächsten Kreis bist du nicht mehr. Weiß man noch. Ich denke, jetzt wird Pochinki noch sehr, sehr voll sein mit Leuten. Ist das nicht Zufall? Ja, aber schon. Oh, wow. Das war ich. Okay, wenigstens wissen wir, dass das funktioniert. Ich würde ja gern mal da. Da wurde schon alles gelootet. Wirf mal einen Molotow-Cocktail auf die Heuballen. So richtig YOLO. Warum? Ey, ich stell mir vor, man könnte einen Waldbrand auslösen. Ja, das ist ja echt geil. Dass alle Leute, die sich im Wald verschanzen. Dass man das Terror so ein bisschen mit einbeziehen könnte, ne? Ja. Ich mach's auch noch. Der Afro ist auch taktisch von Vorteil. Mach erst das Fenster kaputt. Gibt diese Pflanzen, wie heißen die? Bübchenkopf oder so? Wenn du dich direkt, wenn du den grün machst, siehst du aus wie diese Pflanzen. Das war nicht der Molotow-Cocktail, den musst du erst ausrüsten. Auf Fensterbank. Kennst du ihn nicht? Bübchenkopf? Bübchenkopf? Ja, irgendwie heißen die. Das sind so runde Buschel, die aus wie der... Ach so, die Dinger. Das passt tatsächlich. Wahrscheinlich hat das deswegen gemacht. Ein Herbst-Bubikopf. Meinst du wirklich Bübchenkopf? Weil das ist ja auch eher die Spitznamen. War es jetzt der Gag? Weil nee, so war es nicht. Ich dachte, die heißen so tatsächlich. Bubkopf, irgendwie so heißen die. Ey, aber guck mal da auf der Anhöhe. Da ist ein Zelt, ne? Das habe ich noch nie gesehen. Du willst mich nur rauslocken. Nein, ich will auch gar nicht, dass du hingehst. Auf keinen Fall. Ist das ein Zelt oder ja, ist das ein Stein? Ich würde da mal hingehen. Ist ein Stein? Ah, meine Augen, ja. Jetzt Zelt. Eddie. Ich höre ein Auto, oder ist das ein Flugzeug? Es könnte auch ein. Oder ist es der Ventilator? Es könnte alles sein. Am besten mal rausgehen und nachschauen. Okay. Boah, mein PC bläst mir gerade so heiße Luft gegen das Bein. Too much. Ist echt sinnlich. Too much. Too much. Gehe zum Zelt, was eine super dumme Idee ist. Ich glaube, das ist, also das sah dann tatsächlich, als dann jemand Stein gesagt hat, war mir klar, okay, es ist wahrscheinlich wirklich ein Stein. Deswegen würde ich wirklich nicht hingehen. Ja, aber jetzt wollen wir es auch alle wissen. Außer es ist ein Zelt. Boah, wie er da hochkommt. Das ist ein Zelt! Camping! Ja. Komm, leg dich da rein. Ist das eine Tür? Kann man die öffnen? Das wäre super. Er ist verschlossen. Oh, come on, von beiden Seiten. Ey, das ist ja langweilig. Da bauen die ein Zelt ein, so ein schönes auch noch. Einfach mit Druckknöpfen. Das ist das mit Messern? Guck noch mal die Heringe bitte an. Waren das Messer? Nenn dich mal ernsthaft. Ist es mit Messern im Boden befestigt? Das ist richtig geil. Richtig geiles Zelt. Das ist aber gar nicht blöd, was Eddie da macht. Ich habe letztens auch die Taktik gefahren, nicht in diesen Häusern sich zu verschanzen, sondern vor den Häusern in den Büschen zu liegen und alle Leute, die dann die Türen öffnen, in den Rücken zu schießen. Das ist irgendwie. Ja, also in den Häusern, ne, granatenmäßig bist du da ja auch ein bisschen ausgeliefert. Wenn hier einer kommt, die sehen Eddie niemals. Wenn er sich still verhält. So wie jetzt. Das
Problem ist, wenn du im Busch liegst, ne, dann kannst du halt nicht mehr selber zielen, weil du die ganze Zeit Gras im Visier hast. Ja, da, wenn er ein bisschen vorgeht an diese Kuppel, manchmal kann man da so ein bisschen, siehst du? Die kann daran lunsen. Kann daran lunsen. Aber du bist jetzt außerhalb des Bereiches, aus dem nächsten. Oh ja. Ich halte mal die Karte immer im Blick. Aber nicht weit. Nee, 2 Minuten hast du noch, keine Hektik. Keine Hektik. Oh. Was hast du denn gesehen? Da waren Schüsse. Lass dir das nicht gefallen, die Tiere. Ja. Da hinten ist einer. Siehst du ihn? Da sind ganz viele. Ja, willst du wirklich schießen auf die Entfernung? Nee. Aber gucken. Sonst sind noch die Schrotflinte. Oh, schon wieder immer noch kein Schrotflinte. Da kommt er. Der geht bestimmt ins Rote Haus. Der will bestimmt ins Rote Haus. Nee, die Barriere kommt. Ja, rennt vor der Barriere weg. Was du auch bald machen musst. Weil jetzt die Barriere bewegt sich doch noch gar nicht, Jungs. Ach so, oh Gott. Hör mal den Eddie jetzt nicht verrückt hier. Der will jetzt den abknallen. Da ist noch einer. Noch einer. Oh, genau in meinem Visier. Warte lieber. Nee. Der andere müsste bald bei dem Haus hier auftauchen. Nicht, dass er da reingeht und dann denkt er, oh, das ist ein Zelt und will dann mal zum Zelt gehen. Die schießen mich hinter das Zelt legen, ey. Oh, die Feuerwerkskörper zünden die gerade. In einer Minute. Ohne Witz, geh hinter das Zelt bitte. Also mach, was du meinst, aber. Oh Gott. Du hast einfach keinen Scope. Hörst du das Auto? Nee. Von rechts. Ja, ja. Jetzt höre ich's. Alter, was hast du für ein Gehör, Dennis? Du hast einfach den Spielsound zu leise gedreht bei dir, glaube ich. Aber die Schüsse und so höre ich eigentlich. Das ist der zweite Hebel von links unten. Damit kannst du den Ingame-Sound lauter machen. Da ist er. Wo? Versuch dich so wenig wie möglich zu bewegen. Jede Bewegung kann ich verraten. Oder weiterbringen. Eisbrecher 1 hat irgendwen umgebracht. Zjebrinjemdam. Cooler Name. Du musst gleich laufen, Eddie, ne? Mhm. Ja. Dashkiller. Muss dich entscheiden, willst du ihn abknallen oder jetzt laufen? Weißt du was? Ich sag, du kannst gewinnen, Alter. Ich glaube auch, dass du. Ich sag, es leben noch 36 Leute. Der Kreis ist mit dir, du hast noch überhaupt gar keinen Feindkontakt gehabt. Spiel einfach so weiter, du gewinnst. Leg dich einfach mal hin. Der Kreis ist mit dir, das gefällt mir. Das ist, das scheint deine Runde zu sein. Einfach. Das Auto ist gerade noch gefahren, glaube ich, ne? Ich glaube, das war ein anderes. Was wir gehört haben. Das wäre zu dicht dran irgendwie. Ich glaube, das ist hier wirklich eins, das keiner benutzt hat bis jetzt. Oh, da, Vorsicht! Hol ihn her! Oh. Geil. Yes! Geil. Hinder, tritt ihn. Warte, verbinde dich erstmal. Du blutest. Etienne. Erstmal looten. Verbinde dich noch. Der hat eine gute Waffe mit Scope drauf. Guck dir das an. Was gibt's da? Vierfachsucher. Geil. Health Pack mit, los. Nimm seine Sniper, die er da in der Hand hat. Ist das ein Scar? Oh, die Brille. Die brauchst du unbedingt. Und seine Würde. Ah, ich hab doch schon die Maske. Ach so, okay. Das geht nicht. Der Motorradhelm. Nimm den Motorradhelm. Du hast keinen Helm. Was für eine Muni eigentlich? 5,5. Mumi, ey, jetzt wird's echt ernst. Beeil dich mal. Du bist mitten auf der Walachei. Du willst nicht sterben beim Looten. Nimm den Helm mit. Ja, auf jeden Fall, nimm den Helm. Jetzt ist Afro weg, jetzt sehen die Leute dich. Und nimm das Health Pack. Das hab ich doch schon. Nein, da ist noch eins. Ganz oben. Ganz oben. Ganz oben, der Erste-Hilfe-Koffer. Du brauchst doch gar nicht mehr. Und den musst du jetzt essen. Sehr gut. Und die Waffe gleich laden, Eddie. Du hast nichts in der Spritze drin da. Okay. Ins Auto oder weg da? Du bist doch ein Präsentierteller. Ja. Oh, ey, nur noch wo geht 30 der nächste Leute? Kreis hin? Okay, der nächste Kreis. Oh, no. Ja, das hat zu lange gedauert, schade. Schade. Ey, die ganze Zeit war ich gelangweilt. In dem Moment, wo ich das spannend fand und dachte so, okay, jetzt wird es echt interessant. Da stirbst du uns weg. In dem Moment stirbst du uns weg. Ja, ich musste aber eine neue Waffe nehmen, weil meine hatte keinen Schuss mehr. Das hat alles zu lange gedauert. Aber man sieht die Taktik, die ich gespielt habe, am Anfang erstmal die Steuerung machen. Okay, machen wir alle jetzt Steuerung am Anfang. Ja. Ich habe sogar. Okay, aber wir wissen ja auch traditionsgemäß, dass unsere erste Runde immer nicht die beste ist. Das heißt, jetzt wird es auf jeden Fall besser als Platz 12. Aufgang zur Lobby, alles schnell. Schon mal ganz gut. Wir machen einfach Reihe oben. Andi ist der nächste Führer. Wir sparen uns vor heute die Votes und da kommt vielleicht jeder einmal dran. Und springen direkt ins nächste Spiel. Werbung haben wir auch schon gemacht, eben gerade. Wie ist denn das? Wenn wir in der Gruppe sind, sind alle anderen auch in der Gruppe? Ja. Alles Viererteams. Ja. Okay, weil da muss man ja eh damit rechnen, wenn man einen abknallt, dass dann gleich noch drei andere Ja, das ist nämlich das Ding, ja. Seid ihr ready? Yes, alle ready. Eieiei, ich bin jetzt aufgeregt, wenn ich hier gleich die Ansagen machen soll. Oh Gott. Matching cancelled? Warum? Ah, nee, doch. Okay, nee, schön.
irgendwas falsch. Nice, 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 nice. Irgendwas aufgepoppt. Ach, ja. Sterben, hier, Butzils schreibt im Chat, sterben beim Looten, ein schöner, schmerzloser Tod. Oder? Ja. Es gehen einem nur schöne Gedanken durch den Kopf und dann ist es vorbei. Oh, ich habe eine SKS mit Zoom. Das mit dem Sprung und dem Schlag, ne? Ja. Das stimmt wirklich tatsächlich. Dass man damit einen ausnocken kann, ich weiß. Ja, das ist richtig krass. Guck mal, das haben wir auch schon gemacht. Hier liegen ja seit neuestem richtig Waffen. Guck mal hier, was hier alles liegt. Ey, mittlerweile, wo ich mich an diese... Oft habe ich ja meine eigene Maus immer mitgebracht. Aber solange ich mich hier jetzt langsam an diese gewöhnt habe, macht mir richtig Spaß zu spielen, ey. Das war ein süßes Mäuschen. Wow. Oh, die geht aber ab, ey. Oh, noch einer mit meiner Jacke. Oh, ich bin Jackengang hier. Hello. Hello. Das ist ganz cool, dass die das jetzt hier so aufgebaut haben. Ich stelle jetzt schon meine Steuerung. Ich spiele jetzt schon ein bisschen an meiner Steuerung um. Vielleicht kann man es ja auch direkt vorher machen, dass man. Vier Leute mit der Jacke. Und der Fahrt. Frieden. Chat. Frieden ist nur eine Kugel entfernt. Ah, doch. Ich hab Tee. Hallo. Hello. Hello. Where's Waldo? Are you Waldo, my friend? Waldo. Hey girl, hey boy. You wanna dance? I wanna dance. Come on. Dance. Dance with your baby no more. Have fun, my friends. Wer ist dran? Du bist dran. Ich bin dran. Wir kommen. Okay, wir kommen. Vom Norden. Yo. Oh, wow, wow. Dann will ich. Das sieht nach Gatka. Okay, pass auf. Stahlbar da rechts. Wir wollen hier hin. Nee, Entschuldigung, Entschuldigung. Ah, das wäre super gewesen, oben direkt zu Stahlbar. Na, doch, hierhin, da so, die Ecke. Blau? Da. Yeah, und wir springen ab in 5, 4, 3, 2, 1, go! Go! Hui! Ja, meine Damen und Herren, wir befinden uns im Steilanflug auf einem blauen Punkt. Wir haben bestes Reisewetter, wir schwimmen ein bisschen in die richtige Richtung. Ups, das war... Ich muss auf die Map gucken. Ein kleiner Flugweg vor uns. Der Wind pfeift uns munter. Was genau, wie siehst du denn da an? Diese kleine Ortschaft und das ist in der Nähe von der Straße. Eventuell nehmen wir ein Fahrzeug oder sowas. Oh ja, ich sehe es. Ich bin also vor allen Dingen auch ein bisschen aus Neugier, weil ich da noch nicht oft gelandet bin in dieser Ecke. So, sind das diese Häuser an der Straße da? Also wir gehen nicht in diesen Bergkessel, ne? Weil da kommt man im Notfall. Genau, diese vier relativ. Was denn? Ein ganzes Stück zu weit vorne. Baum, ist da noch Baum. Jemand? Habt ihr jemanden gesehen? Ach, die da sind andere Leute. Ich habe einen gesehen. Echt? Einer ist auch mit hier im Komplex. Oh shit, ich bin im anderen. Oh. Ich bin im Nachbarskomplex. Oh, oh, oh. Shit. Aber da, ich sehe da niemanden landen gerade. Okay, ah ja. Doch, dann weiß ich. Scheiß mal schnell gucken, dass wir uns eine Waffe. Lasst mir geiles Loot. Ich höre was. Seid ihr schon in meiner Nähe? Ja. Okay. Nice. Schau mal an. Ich habe eine M16 oder M4. Oh, geil. Noch mehr Shit. Polizeiweste. Zieh dich dran. Ich muss immer nur. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Hier ist ja nur Schrott. Hier ist noch eine Polizeiweste in meinem Haus. Warte, das war jetzt ein Bräuchter. Ich brauche Waffen. Geh zu. Mann. Nix, Alter. Mündungsfreier Dämpfer. Hier ist noch eine Piste. Die will, was will die? Ach, ich will, nehme lieber die hier. Droppe die andere nochmal, genau. Ist hier irgendwas? Hier ist ja überhaupt nichts. Geil, fingerlose Handschuhe. Jetzt wo ist die Polizeiweste? In diesem Haus irgendwo am Geh doch mal! Du bleibst immer direkt an der Kreuzung! Ja, es tut mir leid, aber. Ja, aber nee. Also, das ist nicht in Ordnung. Du hast ja gar keine Munition. Gib mal Munition für die Knarre. Ihr schießt jemand. Ich hab hier jemanden im Nachbarnhaus. Die kann ich. Ist alles weg, hier ist noch eine Polizeiweste auch. Ja, nehme ich. Hab ich schon. Oh, tolle Wurst. Okay, habt ihr schon irgendwie was? Nee, gar nichts. Waffel. Ich hab meine Fäuste. Eine Knarre. Ich hab auch nur eine. Hier ist ganz schön lame. Ja, schade. Ja, lass mal wieder weg. Das ist ja Lamehausen hier. Ja, okay, dann regroup. Ja, ich versuche hier zu grouben. Okay,
Okay, jetzt sollen wir direkt... Wir sind auch ganz schön weit weg von der Mitte, ne? Ja, okay, wir gehen auf jeden Fall nicht in diesen Bunker. Wir gehen erstmal ein Stück einfach in das kleine Dings, blauer Punkt. Gucken wir auf die Karte. Okay. Aber von da kommen... Ach, da wo Denzel ist, schon da fast. Wollt ihr zu mir kommen, dann warte ich hier. Ja. Ich bin ja, aber beschossen, ne? Also hier ist Warzone. Echt? Ja, ja. Krass beschossen. Also gelten die Schüsse dir oder ist es... Okay, wir gehen nicht dahin. Ja, doch, wir helfen Denzel, wir lassen ihn nicht sterben. Ich hab nur meine Fäuste, ich kann okay, er ist tot. Machen. Nee, nicht dahin. Wir haben eine S1897, was auch immer das ist. Wir gehen, okay, hinlegen. Auf den Boden, Freunde. Mal kurz hier auf den Boden. Wir gehen, Mist. Was machen wir denn jetzt? Wir gehen hier hin, dieses kleine Hüttchen checken wir aus. Okay, und ruhig rennen, sagen. Also ich hab noch ohne gar Denzel macht es ja eh keinen Spaß. Ne? Du musst dringend mal irgendwas... Ärgerlich! Oh Mann, oh Mann. Hm. Hier ist absolut nichts, was uns auch echt über der Prärie abspringen lassen, ey. Hm, vielleicht treffen wir Naturvölker, die bisher noch niemand entdeckt hat. Das kann echt sein. Davon soll es echt welche im Game geben. Hm. Ah. Naja. Es gibt ganz lustig, es gibt so Community-Modes, die sind mit anderen Regeln. Die Regeln sind nicht im Spiel, sondern alle einigen sich darauf, dass alle Zombies sind. Und nur 4 Leute sind echte Menschen. Nur die 4 Leute dürfen Waffen aufheben. Alle 96 Zombies dürfen nur Nahkampfwaffen aufheben und müssen sofort auf die Survivor zusprinten und so. Ach, geil. Das sind so ein paar lustige Dinge, die noch so irgendwie da ja, abgehen in der Community. Nein, dann müssen die ja irgendwie miteinander kommunizieren, dass die wissen, wo die Söldner sind. Ja, wie die das hinkriegen, weiß ich auch nicht. Aber es scheint zu gehen. Aber die Idee ist geil. Wie so ein Left 4 Dead, nur mit die Zombies. Was ist das da hinten für eine riesige Lagerhalle? Erste-Hilfe-Koffer. Oder was ist denn das für ein Gebäude? Kennt ihr das? War ich da? Ist es das Krankenhaus? Nein, okay, das Krankenhaus ist doch ganz woanders. Eine Ump. Achso, jetzt habe ich deine Munition genommen. Was hast du? 9 mm oder 5 oder was? Nee, das ist glaube ich noch 9 mm. Willst du die Knarre? Ja, gib mal die Knarre. Mal. Nee, ich höre nichts, okay. Und die nimmt, was nimmt denn die? Auch 9 mm, das ist natürlich dumm. Hausmeisterbude warte auch. Hast du gar keine 9 mm? Ich hab die die ist auch 9 mm. Doch, ich hab. Hast du Muni oder nicht? Ich hab Muni, ja. Ey, okay. Wollen wir in dieses große Dings mal reingehen? Ja, ne? Wo bist du? Scheune. Scheune. Oh, ja, ne? Klar. Wir müssen noch ein bisschen gehen da rein, Alter. The Big Barn. Ihr seht noch nicht so richtig geil equipped aus. Das nee, sind wir auch nicht. Keiner einen Rucksack, ne? Nee. Ja. Rucksack ist wichtig. Oh, hier wird geschossen. Hinter uns wird geschossen, ja. Vielleicht ist das ja irgendwie so eine Rucksackfabrik da vorne. Das wäre ja glücklich. Stufe 5 Rucksack. Das aber die Lieferung Reißverschlüsse ist nicht gekommen. vor der Apokalypse. Alle unbrauchbar. Also ich glaube auch nicht, dass hier jetzt jemand drin rumhängt. Boah, man kann nichts aufnehmen, weil ich keinen Rucksack habe, ey. Ich hätte noch nicht mal... Ich habe einen Rucksack gefunden. Sag mal, Netpunk, willst du mich verarschen? Was? Du rennst direkt vor mir und lootest alles. Ja, was heißt, ich loote alles? Es ist einfach nichts da, was ich looten könnte. Ja, aber alles, was du kannst, es liegt vor mir. Also vor dir. Ach, halt's Maul. Du bist ja. Das ist der kleine Grimmige. Ich setz mir jetzt. Nein. Okay. Also, ihr wart oben, ne? Habt alles gecheckt? Ja, ich kann nichts mehr aufnehmen. Also, draußen liegt noch was, aber nichts Geiles. Hier ist noch eine Pistole. Okay, passt auf. Hast du nicht eine Ump, Eddie? Ich hab eine Ump, ja. Ich hab was dafür gefunden. Was denn? Nee, das ist ein MP. Scheiße, Kompensator. Vergiss es. Auto. Oh, nicht rausrennen. Die kommen hier rein. Ja, der ist direkt auf mich zugefahren. Meinst du, da schieße ich dich oder was? Ach so, okay, Entschuldigung. Die werden jetzt hier reinkommen und uns töten wollen. Dann sollen sie doch mal kommen. Okay, einer kommt. Es kommt von die flankieren uns.
Das Auto fährt nicht. Oh, von wo? Oh, nett, pack auf 10%. Oh nein, Haupteingang. Er läuft wie ein Huhn ohne Kopf. Und jetzt schießt er. Und oh, ist tot. Schade, zwei Leute mindestens hinter Eingang. Oh, der schießt er. Oh, schade. Eddie hat einen. Der andere war gleich daneben. Da ist er. Schieß ihn tot, ja. Komm, wie viele waren das? Zwei nur, ne? Zwei bis jetzt, können noch potenziell mehr da sein. Ah, ich hab einen fucking Rucksack. Nee, loot es später, Eddie, gleich bist du tot. Wieso? Es waren doch nur zwei. Ja, das weißt du nicht. Guck doch erstmal. Ach, das war schon bestimmt nur zwei. Na gut. Shit. So, wir nehmen einfach mal schön den Loot hier mit. Das hier ist schön 5 mm Muni. Hier ist noch eine Shotgun. Und richtig viel. Und ein Rucksack ist ja auch noch gut. Wie heißt du nochmal? Ja, genau. Aber es ist Stufe 1, das habe ich ja schon. Okay, dann nehme ich noch die Schrot. Oh, top. Das ist eigentlich der Trick, andere Leute looten lassen. Das Hemd brauche ich auch. Wir können auch deren Auto nehmen. Hast du irgendwas gehabt, Andi? Eine Sturmwaffe oder sowas? Nee. Ich hatte eine Weste auf jeden Fall, eine Polizeiweste, wenn du noch keine hast. Ah, die ist fast kaputt, meine. Ja, yeah, die hat richtig viele Sachen. Die hat noch eine M16. Welche die? Ach, da draußen ist noch eine. Ja, Mann. Ein Sturmgewehr würde ich gerne nehmen. Wie haben wir jetzt drei umgebracht? Oder habt ihr jetzt drei umgebracht? Ich hab zwei umgebracht. Richtig geil, Splittergranate. Und Verbandszeug hab ich schon. M16 hat 556er, guck, ob das da auch liegt. Okay. Ist keins, ne? Um. Oh, was hab ich gemacht? Hab ich irgendwas gemacht? Nee, wollte ich gar nicht. Zack, warte mal. 30 Schuss, okay. Sollen wir mit dem Ding irgendwo hinfahren? Visier hatte keiner von. Nee. Ne? Also, wir haben das Auto hier, ne? Also, wir können theoretisch. Lass mal kurz die Map checken. Wir sind nicht so schlecht. Ja, wollen wir mal. Ich markiere mal was. So, hab was grün markiert. Da gehen wir jetzt mal hin, okay? Wo ist denn das Auto? Das Auto ist hier draußen. Oh, das ist. Geht das noch? Ja. Ah, nee. Shit. Kommst du? Mhm. So geile Mad Max-Karre. Ich bin so ein Ding mal gefahren im Urlaub. Das glaube ich dir nicht. Doch, in. Also. Ja, doch. Auf Kos. Auf Kosten. Andere. Was der auch für eine subtile Rauchfahne hinter sich herzieht. Ja, das sieht lässig aus, wie du da hinten drauf sitzt. Dankeschön. Vor allen Dingen mit der Brille. Cool, dass du die aufhast. Ja. Schon ein cooler Dude, Alter. Mhm. Das ist schon mal etwas. Und wie viele Leute sterben hier uncool? Du stirbst cool. Hier links? Hä? Ja. Querfeldein, ne? Ja, also auf dem Hügel ist wahrscheinlich immer ganz gut. Da meinst du es ironisch? Viel. Nein, ist gut. Also es ist besser als den Hügel. Ja, naja, man hat halt echt viel Lärm gemacht jetzt. Man muss ja echt aufpassen. Sollen wir hier mal aussteigen? Das ist eine geile Ecke. Keiner kann euer Auto sehen auf der Kuppe, ne? Weil das so flach ist. Könntest du es auch irgendwo verstecken hinterm Stein oder in der Hütte oder so? Ja, chillt einfach in der Hütte, oder? Ja. In einer kleinen Hausmeisterbutze. Ah, hier ist halt direkt eine Straße. Da hinten ist der Turm von Mordor. Neue Weste. Ist die besser? Meine war eh halt taktisches halt Lager tot. Für M16 kannst du nehmen. Wo haben wir es denn? Kannst du nicht rausschießen, ne? Hey, brauchst du irgendwas? Nee, ich brauch nichts. Außer überleben. Das war so laut. Ich kann hier wegschmeißen. Ja, man kann hier halt nicht rausballern aus dem Haus. Geht doof. Da raus, ihr seid das Selling Ducks, das ist nicht gut. Naja, aber die müssen ja reinkommen, um. Nee, die können doch bestimmt durch Holz schießen, oder nicht? Ja, aber wenn man sich duckt, dann sehen die doch gar nicht. Also man kann ja die Perspektive so drehen. Ich glaube nur durch Türen. Ich weiß nicht, ob sie durch Holzwände schießen können. Durch Türen ja.
Ah doch, ich meine, der Sniper kannst du auch durch Wände tatsächlich. Oh, hier geht's steil runter. Das ist eigentlich ganz geil, ey. Also, weil hier von hinten kann wahrscheinlich, oder? Kommt ja, wir sind direkt an der Straße halt, ne? Also. Aber wir, also, ihr seid eigentlich ganz geil. Auto, Auto. Nee, Flugzeug, sorry. Ich mag das hier irgendwie ganz gerne. Sollen wir hier erstmal ausharren? Können wir erstmal hier bisschen ausharren. Aussicht genießen, oder? Also von hinten kann eigentlich keiner kommen, oder? Gucken. Aber wenn jetzt der Loot käme! Ihr seid immer noch cool vom Bereich her, der verkleinert sich genau in der Mitte. Also hier kann doch keiner hochkommen, oder? Sag mal, Nils, ja. Hast du voll Energie? Ja. Okay. Wieso? Weil Chat geschrieben hat, du sollst geheilt werden. Aber vielleicht meinen die auch nur generell so, wie so eine Religion. Oder so, ja. Oh, was ist das denn eigentlich? Hm. Ja, also, wir sind eigentlich, ja, wir ganz, sind eigentlich ganz okay, ja, hier. Mal abwarten, wir haben ein Auto hier. Man sieht so richtig den Weg, den wir gegangen sind, wenn man hier auf meine Map guckt. Ja, mit den Leichen so, sollen wir hier. Und Scheiß, der nächste stirbt hin, den letzte dann hier, haben wir so richtig schöne Linie. Der Spielbereich verkleinert sich gleich. Der kleine Bereich verspielt jetzt eine Sniper gleich. Und dann hier schön vom Hügel in das Dorf da snipen. Oh, das war einmal so schön, da waren wir bei dieser riesigen Fabrikhalle oder was das ist, wo du so 2, 3, 4 Ebenen hast. Und der Typ saß am Fenster ganz oben und hat quasi nach Süden geguckt und wir kamen von Norden und ich habe durchs offene Fenster, durch die komplette Fabrikhalle durch bis ans Ende, wo er dann saß, schauen können und er hat mir quasi den Rücken zugedreht und er dachte, er ist super safe, weil dieses Gebäude so riesig ist. Da konnte ich ihm schön von ganz hinten in den Rücken schießen. Hat nicht gereicht, er hat sich dann rechtzeitig verpisst, aber es war trotzdem sehr lustig. Ich würde so gerne mal den Hügel da runter gucken. Das ist super gefährlich. Hügel runter gucken ist super dangerous. Super dangerous. Danger Zone. So Aktionen wird man ja immer gerne mal von hinten abgeballert, aber es ist auch geil, wie dieses Auto da steht und einfach ein Rauchzeichen gibt an alle, ja, in der Map. Mitten auf der höchsten Stelle ein Rauchsignal. Hier oben ist was. Und auf der anderen Seite wollen vielleicht auch Leute dieses Vehikel für sich haben. Und dann kriegen sie es auch. Locken wir sie in einen Hinterhalt. Das ist echt ganz geil hier. Kleine, aber. Oh, oh, ich höre was. Es kommt was. Die sind hinter uns. Mach die sind runtergefahren. Aber die haben aufgehört zu fahren. Ja, guck mal, knall die ab, wenn die hingefallen sind. Sind. Nee, die fahren weiter. Ja, schade. Siehst du sie? Nee, lieber noch. Oder kommt noch was? Nicht rumlaufen, wenn was kommt. Duckt euch und keine Bewegung. Das. Die haben gebremst. Ja. Von oben. Higher ground. Na? Das ist links irgendwo. Das Geräusch. Wo? Oh. Siehst du was? Bist du das, Eddie? Eddie trifft. Eddie trifft. Du sagst auch nichts. Ich bin als Flosen im Chat eingeloggt, merke ich gerade. Weil ich einfach nichts sehe. Oh, ich habe ein paar Mal getroffen, aber. Hier kommt das Auto hoch, Eddie. Ich hab sie fahren lassen. Ist das geil. Ja, okay, die da unten. Ja. Ich ganz schön befahrene Straße hier. Wir müssen echt aufpassen. Aber die kommen hier nicht so einfach ohne weiteres hoch, oder? Wie der Nils da gerade ganz eiskalt über Leben und Tod entschieden hat bei dem Vorbeifahren. Ja. Nein, dich lasse ich leben. Ja, ich habe überlegt. Eiskalt. Ey, ich mach hier nicht auf mich. Oh, da hinten. Sehen. Auf mich. In dem roten Haus. Oh, ich werde angeschossen, Eddie. Vorsicht. Oh, hab mich hinter die Kuppe gerettet. Nehmen wir sofort den Verband. Okay. Das schlägt's neben dir ein, Eddie. Siehst du das? Was? Es schlägt ein bei dir. Ja. Ja, lass die einfach. Scheiß auf die. Wir haben Stress gemacht. Die werden ja dumm, wenn sie zurücklaufen. Naja. Nee, wir sind gar nicht im fucking Gebiet. Okay, wir müssen.
auf unser Mobil. 2 Minuten Zeit habt ihr. Du fährst oder was? So, das ist nicht so. Naja, ich bin eben gefahren. Also, warte mal, wir müssen. Ja. Mhm. Aber erstmal ins Lenkrad klemmen. Warum bist du so eine Mimose? Soll ich hier mal runterfahren? Da sind doch die anderen alle. Ich glaube, die haben mir doch gerade geschossen. Fahr mal. Hier, ich markiere was. Fahr mal Richtung Grün. Wir fahren da schön aus. Fahr doch Richtung Grün. Ja, ich hab's ja neu gesetzt. Ja, ich fahr immer noch Richtung Grün. Das ist alles sehr gefährlich hier. Bloß Gas geben, auch wenn er geschossen wird. Ja. Ich kann gar nicht schießen. Oh, wir wollen eigentlich keine Häuser. Oh, ich höre Geschuss. Weiter, weiter, weiter. Warum wirst du langsamer? Weil da ein Stein war. Ich wollte da nicht gegenfahren. Das ist korrekt. Oh, stimmt. Ich lese gerade im Chat, eigentlich, ich bin ja tot, aber ich müsste euch eigentlich trotzdem leiten. Weil was machst du? Was machst du? Das sehe ich aber auch nicht ein. Nein! Ihr seid so gut gerade. Noch 46 Leute haben wir hier. Hier wurde eh schon alles gelootet. Ja, aber hier verstecken wir uns. Ja. Ja. Nee. Das ich will nicht auf freiem Feld rumgaloppieren. Grün! Solange wir in Bewegung sind, sind wir am Leben. Aber wenn wir näher in die Mitte kommen... Du kannst auch boosten, ne? Mit Shift. Ja, ist ja unnötig. Oder mit, ich weiß nicht genau, wie bei deiner... Du weich mir auf. Oh, 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 oh. Bist du sicher, dass es eine gute Idee ist? Ja, Mann. Solange wir in Bewegung sind, sind wir am Leben. So, ist das nicht ein Film aus den 90ern? Aber du fährst aus dem Kreis raus. Ja, das Speed. Ja, der Bus, der nicht anhalten darf. Der Bus, der nicht anhalten durfte. Der Herr wollte ja unbedingt hier an den Arsch der Heide fahren. Ich will einfach, dass wir in Bewegung bleiben. Aber nicht aus dem Kreis raus. Nein. Also. Na gut, der wird ja jetzt gleich jede Sekunde kleiner. Sollen wir hier anhalten? Warum? Nee. Achtung, in 10 Sekunden wird er kleiner. Ich bin ja genau am Rand, dann können wir erstmal warten, wo er sich hin entwickelt. Mit dem Auto zusammen. Schießt du? Stell das Auto hier rein. Ja, wir sind ja mitten auf dem Feld, Alter. Das bringt doch gar nichts, als ob die Leute, die hier das Feld im Auge haben, nicht mitgekriegt haben, dass hier ein Buggy fährt. Ja, ich meine, jetzt können wir hier so stehen. Ja, und alles von Westen kann uns gerade... Ihr seid cool. Kreis, ihr seid cool. Ja, ich weiß. Und wir haben, keiner kann im Rücken was machen. Wir können jetzt aussteigen. Und wir sind auf dem freien Feld. Wieso bist du denn ausgerichtet? Wieso parkst du denn auf einem offenen Feld? Ihr seht, wir sind ja mitten am Busch. Aber auch doch nur von einer Seite. Siehst du das nicht? Die ganze andere Seite ist doch offen. Ja, aber das ist doch der Kreis. Oh. Da, wir sind doch genau im Rund. Keiner ist hinter uns mehr. Aber da kommen doch jetzt Leute. Ja, deswegen steigen wir jetzt aus und dann schießen die, wenn die kommen. Wir sind hier voll im Busch. Aber die gucken doch dann zum Busch, weil da ein Auto steht. Das sehen die doch gar nicht. Das ist doch direkt über dem Busch. Na ja, so schlecht ist das wirklich nicht. Ihr seid ja nicht beschossen worden. Dann vor allen Dingen... Nils sieht halt farblich genauso aus wie das Auto. Das Wichtige für den Plan wäre, dass ihr euch jetzt nicht irgendwie entdecken lasst und da rumlauft. Ich sag mal, Eddie, dein Helm, ne? Hat da wirklich, ist da die Farbe deines Afros durchgedrückt? Also war der vorher anders? Hat er sich verfärbt durch deine Afro-Haarfarbe? Sie müssen so aus. Ich finde das hier nicht so gut, mitten auf dem Feld zu liegen. Ich fühle mich hier nicht wohl. Ich finde das super, ich bin hier im Busch. Hier ist irgendwo ein Airdrop. Woran siehst du das? Sagt Chat. Muss mal gucken, das ist ja mit rotem Rauch gekennzeichnet. Guck mal. Schau mal um. Oh, jetzt der Kreis, ne? Habt ihr den gesehen? Ja, deswegen sind wir hier. Oh ne, wir haben ihn nicht gesehen. Warte, jetzt müsst ihr komplett in die andere Richtung wieder fahren. Ja, jetzt nehmen wir halt das Auto wieder. So, okay, wir haben die Zeit haben wir ja. Geh weg, geh weg, geh weg, weg. Fuck you. Wie viel Sprit hast du denn noch? Nein, ich bin auf Rücksitz. Okay. Ja. Okay, ich mach Navigator. Wir fahren schön. Direkt in die Mitte des Kreises. Fahr mal grün, wirklich. Wirklich? Wir haben auch gar nicht mehr. Na doch, wir haben noch genug Sprit. Verbraucht nichts, das Ding. Oh Mann, fast kein Benzin mehr auch, ne? Doch, das hält. Das ist da mitten auf dem Feld. Wo willst du denn hin? Da steht ein Motorrad. Ja, kannst du ja gerne nehmen.
Jemand schießt. Schüsse ganz nah. Ja. Das war sehr dicht. Von rechts. Von hinten. Oh, direkt vor! Yes! Hast du ihn tot gefahren? Yes! Yeah. Ja, fahr noch rauf, immer hin und her. Ah! Vor und zurück. Vor und zurück. Sehr gut. Alter Schäde. Okay, du fährst wieder aus dem Kreis raus. Ist mir egal! Okay, jetzt gebe ich wieder Gas. Wo soll ich hier können wir uns verschanzen. Hier sind lauter zu Türen. Ja, kommt von außen. Fahrt nicht in die Mitte, bitte. Nicht in die Mitte da rein. Das mit den zu den Türen, ne? Das ist doch unser Trick. Hier, nee, hier war noch keiner. Kommst du hier rein? Ja, das ist so eine Decoy-Weste wahrscheinlich. Es könnte wirklich sein, dass hier noch niemand ist. Hier ist nämlich eine gepolsterte Jacke. Hier ist ganz viel Kram. Das liegt am Wetter, dass die da noch liegt, habe ich doch gesagt. Nee, hier ist richtig viel Shit, ohne Scheiß. Rucksack Stufe 2. Bist du das? Wo? Oben, ein Stockwerk höher. Hey. Bei mir? Wow. Nee. Alter, heb den jetzt auf. Jetzt musst du hoch und zusteigen. Jetzt musst du hoch, sonst hast du wieder zwei. Warte mal, jetzt. Warte. Ich raff's nicht. Okay, heb den auf. Klein ihn ab. Oh. Komm, Nils! Nils, geh da jetzt hin. Bitte, du musst deinem Kollegen eine Reparatur beibringen. Wo ist der? Oh Gott, oh Gott! Ah, jetzt bin ich tot. Jetzt ist er ein kleiner Engel. Okay, jetzt hau ich ab. Nein, räche ihn. Ja, genau. Nee, räche. Ah. Shit. Sag ich doch. Das war so ein typischer Decoy-Moment. Oh, ja. Ein typischer Standardmoment. Ihr dürft am Anfang einfach nicht unvorsichtig werden. Ihr lootet 10 Minuten und seid die konzentriertesten Leute der Welt. Und dann rennt ihr in dieses Haus rein, wo die Chance 50-50 ist, dass da 4 Leute drin sind. Oh, mein Leben, es ist alles zu aufgewühlt. Vorhin habt ihr gerade wahrscheinlich noch seinen Squad-Kameraden umgefahren. Hoffentlich warum war das einer von denen. Warum bist du nicht mit mir in dieses scheiß Haus gegangen? Ich war in einem anderen Haus. Ja, warum? Darüber. Ja, warum bist du nicht mit mir ins Haus gekommen? Wieso bin ich denn jetzt schuld? Ich war doch zuerst in einem Haus. Und du hast dich einfach entschieden, in ein anderes Haus zu gehen. Muss ich woanders hin? Nils, noch 30 Leute. 30 Schuss hast du, das könnte klappen. Ich war voll verwundert, die haben auch nicht auf mich geschossen. Also die waren auch überrascht von mir. Ja, ja, das passiert häufig, wenn man so dicht dran ist. Boah, das würde aber auch wieder schon einen krassen. Aber du hast 3 Leute gekillt, Eddie. Das mal so am Rande, ne? Ist das viel? Das ist sehr viel. Es ist, glaube ich, mehr, als wir alle in der Historie von Beanstalk zusammen hatten. Ey, und der andere hat ihn gerade verarztet, ne? Ja, ja, deswegen, aber wenn du einen down machst. Aber er war auch nicht blöd. Er hat gleichzeitig noch Treppe im Auge gehabt. Ja. Das war ganz gut. Oha. Oh, du wirst beschossen. Weiter, oha. Weiter. Drück Shift. Gleiches Benzin leer, Mann. Das war so geil. Es waren 2 Leute und ich frag, Alter, bist du das? Und dein Auto qualmt. Spring besser aus, vielleicht explodiert es. Ja. Mitose. Oha. Jetzt habe ich echt ein bisschen Herzrasen. 23 am Leben. Heilig. Oh Gott. Illuminaten, ich sehe die 23 und zack. Einer tot. Ja, ich glaube, die kommen. Irgendwer wird bestimmt in dem Haus hängen und kurz vor knapp rausrennen. Heil dich doch. Da. Ja, Mann, die das sind 2 nicht. Stück. Lass die sehen dich doch nicht. Nein, bring sie um. Ey, da ist einer weg. Aber nicht, das war nicht Nils, oder? Guck, nee. Ja, dann guck mal, wer auf die schießt. Weil das kommt von links, das hört man. Ja. Aus dem Haus. Oh, von rechts jetzt. Das sind die jetzt. Mhm. Du bewegst dich einfach zu viel. Dafür, dass du nichts machst, bewegst du dich sehr, sehr viel. Wenn 3 Leute auf einen einreden, ist es aber auch ein bisschen nervös. Shit. Ja, wenn sind wir schuld, ne? Ah, wieso? Ja, 9. Nicht schlecht. Eddie 3 Kills, das ist eine erfolgreiche Runde, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir machen aber auf jeden Fall noch mal eine geile Werbung, damit wir ein bisschen entspannen können. Ist schon wieder soweit? Alles klar, jetzt gibt es richtig geile Verbraucherinformationen für euch. Yes! Guckt euch das bitte an, lasst den Adblocker aus, denn das hilft uns sehr. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sind gleich zurück mit Player Unknowns Battlegrounds. Players Unknowns Battlegrounds. Ja, ja, ja. Raus! Ja. Okay. Wow. Sturzflug oder was? Na, ja, da können wir machen.
Okay, wir sind mitten im Spiel, Leute. Herzlich willkommen zurück aus dieser fantastischen Werbung. Und wir sind jetzt schon leider gestartet. Nils gibt die Kommandos, hat einen Punkt markiert. Direkt unter der Flugbahn. Seht ihr das graue Haus da in diesem... Ich sehe da einen roten Punkt und den habe ich gleich erreicht. Mach jetzt keine Planänderung. Nein, 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 nein. Alles gut. Okay. Achtung, bin im Anflug. Guckt euch mal um, ob ihr irgendwas seht. Hui! Ihr seht das blaue direkt in der Nähe. Dach und dann die ganzen roten, ne? Da seid ihr auch. Okay, sehr gut. 40, 30, 20. Ich hab mich umgeguckt, jetzt lande ich auf dem Feld. Retard. Retard Alert! Ich mach hier das kleine Haus da, wo das Schrottauto liegt. Ich mach hier das andere Haus. Ich gehe hier in das mit dem. Oh, geil! Achso, ist hier schon jemand drin? Nee. Ein Suspensorium. Habt ihr jemanden gesehen? Nein. Nope. Level 2 Suspensorium, gleich als erstes gefunden. Loot, 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 Loot. Oh, ich hab eine Schrotflinte. Oh, rückwärts raus. Hier nicht, steuern. Molly, Sichel. Geh auf, Natal. Scheiße, hier ist gar nichts. Bücher, ach nee, doch, Munition. Bitter ist das denn, ey. Ah, immerhin Rucksack. Pistole. Eine Knarre. Polizeiweste. Jetzt bin ich ein Polizist. Oh, ich hab eine Ump noch. Ihr wisst gar nicht, wie schön das ist. Luftklappe, dann ist hier vielleicht auch eine Schrotze in der Nähe. Komm schon. Oh, ballistische Maske. Ich muss immer zweimal drücken zum Looten. Das geht mir so auf den Finger. Wieso zweimal drücken? Weiß ich auch nicht. Hier ist noch ein Helm und eine Pistole. Lootest du denn nicht mit Luftklappe? Lootest du nicht mit Tab? Nee, ich loote nicht mit Tab. Wieso soll ich mit Tab looten? Weil das am schnellsten geht. Weil du das so machst. Achso, ist Tab die schnellste Tasche? Wissenschaftlich bewiesen, oder was? Ja, Tab, dann hast du halt alles, was unter dir liegt, direkt in einem Menü und kannst es auf... Habt ihr... Da habt ihr schon. Schnabbeln. Okay, also was Vernünftiges, Brauchbares habe ich noch nicht. Wir sind nicht im Kreis, ich auch nicht. Ja, wir sind nah am Kreis. Ich brauche heute einen Rucksack. Okay, ich habe eine Lederjacke, ich brauche ein Motorrad. Ja, also wir sind nicht so weit weg vom Kreis. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ich höre auf jeden Fall schon Schüsse in der Nähe. Die Container schon gecheckt? Ich nicht. Nee. Container? Okay. Ich habe nur eine Pistole. Lass uns andere Häuser suchen. Das hier ist echt. Ja. Bleibt ihr alles, was hier ist, gelootet? Ja. Boah, deine Lederjacke ist ja bezaubernd. Kommt ihr mit? Alter. Ich habe schon einen. Den kleinen Pups da im Osten, okay. Den Pups im Osten nehmen wir uns jetzt vor als nächstes. Der ist auch schon im Kreis. Seid ihr alle da? Ja, Closing in on Pups. Oh shit, weißt du was? Oh, Steinkontakt! Direkt vor uns. Auf 105. Einzelne Person. Ah ja, da. Hat mich auch gesehen. Ist in Duckung gegangen. Ah, wir öffnen das Feuer. Oh. Er ist down. Ich hab einen. Ich hab ihn ausgenockt. Ich schieße ihn tot. Wie ist das mit der Muni? Hab ich so, ich kill den jetzt. Achtung. Nee, komm, ich hol ihn meinen Kill. Nicht Kill klauen. Das macht man doch nicht. Oh, okay, zwei Leute tot. Na, ist noch einer links. Jo. Hab ihn getroffen. Nochmal, yes. Oh, er ist gestolpert. Ich hab einen Kill gemacht. Super schön. Wird noch geschossen? Oh, yeah. Nee? Ich hab eine U. Nee, haben wir jetzt eigentlich ein ganzes Squad? Sehr gut. Wie viele Leute haben wir getötet? Zwei. Ich hab einen. Ich hab auch einen. Das heißt zwei. Geil. Rucksack, okay. Aber die haben wahrscheinlich auch noch zwei Kollegen. Wir haben drei getötet. Der eine könnte höchstens noch sein. Wird noch geschossen. Könnte hier natürlich sein, dass die da gelootet haben, ne? Wo soll der sonst gewesen sein? Ja, da ist auch die Tür schon offen. Ja, wir haben keine Wahl. Wir sind keine anderen Häuser gerade. Habt ihr die Leichen euch angeschaut? Ich habe mir eine angeschaut. Ich habe sie umgelootet. Habt ihr die nicht angeschaut? Nee, ich wollte auch ein bisschen vom freien Feld weg. Meinen Kill habe ich angeschaut. Okay, dann loote ich nochmal den anderen Fatzke da. Wollen wir gehen zusammen rein? Geht schon mal rein. Ich fühle mich hier relativ safe. Wenn ich jetzt noch nicht beschossen bin, dann kann ich jetzt auch looten. Ach, du hast auch schon eine... Oh, ich bräuchte einen Rucksack, sonst ist das natürlich scheiße. Mhm. Ich höre viele... Ach, okay, da rennt einfach Herr von Bödefeld an uns vorbei. Komm schon, du hast einen Rucksack. Ach, du Fucker, hast nicht mal einen Rucksack, ey. Okay. Dieses Haus ist clear. Die waren hier. Kampfhosen sind hier noch. Aber da war für die wohl auch nicht viel. Unser Glück. Scheiße, ja. Ich habe einen mit einem Revolver erschossen. Okay. Ich bin total glücklich. Das erzähle ich meiner Mutter morgen früh. Wenn du neben mir aufwachst. Nee, nicht deiner Mutter, meiner Mutter. Oh, wie schlecht, come on. Ja, komm, selber. Nee. Also hier sind noch ein paar Dinger, da können wir hin. Was sagst du, wo? Ich hab noch einen Alter, roten, wer ist denn das? Oh, du bist das. Roten Punkt gesetzt. Ich komme jetzt rein. Okay, dann gehen wir da hin, also quasi ein bisschen Küstenregion, ha? Huh?
Bisschen ja. maritimes Flair. Genau, lass uns mal ein bisschen beeilen. Okay. Weil das am Rand der Karte ist. Jetzt müssen wir übers Feld, aber oh, da springen. Das sind Airdrops, man. Airdrops ab. Zwei Airdrops? Bei mir? So mit Happy Hour. Zu den Airdrops? Nee. Ist zu weit weg, ne? Ja. Oh Gott, oh Gott. Wir trampeln durchs Getreide, wir trampeln durch die Saat. Hurra, wir verblöden, für uns bezahlt der Staat. Na, 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 na. Das ist immer geil, wenn man das ist. Ein Loot im Kornfeld, das ist immer frei, denn es ist Sommer. Und was ist schon dabei? Ein Loot im Korn singen. Ein Snack im Kornfeld, es ist Hirsebrei. Hoi. Ist aber echt eine kleine Hütte hier. Ey, ist das. Manchmal habe ich immer noch dieses, ich verwechsel einen Busch mit einer Person in der Entfernung. Problem. Ich seh links. Auf 105. Leute? Ja, 100, laufen. Okay, 105. Ist noch weit weg, aber boah. Nur mal schon mal als Warnung. Ich sehe ihn auch, ja. Sind die weggelaufen? Vor der Hügelkuppe. Wir erwischen den aber nicht, ist zu weit weg. Lass ihn laufen. Läuft der weg, ja? Ja, ja. Ich sehe den nicht. Das sind, okay. Das sind vier, da kommen noch zwei, die laufen die Hügel hoch. Dann lass uns kurz warten. Dennis, du siehst sie, ne? Ich sehe sie leider nicht, aber ich bin einfach nur still und warte. Die sind quasi exakt. Warum machst du die Tür zu? Dann kann ich da nicht rausschießen. Das war bei ungefähr 115 sind die halt da den Hügel hoch zu den Häusern mit den roten Dächern. Okay. Okay, das heißt, da wollen wir wahrscheinlich eher nicht hin. Warte mal, ist da hinten ein Auto? Nicht ohne Waffen auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, verbrannt. Also ja. Da lungern natürlich dann jetzt Typen rum, das wissen wir. Okay, Teamleader. What's the delay, yo? Ich kriege schon mal langsam zu den Häusern, aber ich kriege seitlich, sodass sie mich mit einer Krabbe verwechseln könnten. Komm, kommt ihr mit, wir nehmen ein bisschen Schwung auf und laufen an dem weißen Rand lang. Was immer du sagst, mein Anführer. Bleiben wir so ein bisschen Schwung, also geduckt. Okay. Bringt wahrscheinlich nicht viel. Wir können auch lieber normal sprinten. Die werden uns so oder so sehen. Ey, ich kann uns Health Packs. Ja, wolltest du sprinten? Ja. Ah, sieht so aus, okay. Ich habe ja eine Sichel. Ich könnte eigentlich ein bisschen was ernten. Werft die doch auf die. Seid ihr bei mir? Ja. Zu denen mit dem Wasserturm geht ihr? Ja, so zumindest die Richtung. Ist halt nicht das, was angezeigt ist auf der Karte und außerhalb des Kreises. Wollen wir nicht lieber ein anderes Haus wählen? Auf SE 120 zwischen 150 oben auf dem Hügel. Oh ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Oh shit. Der hat natürlich. Wir haben Higher Ground. Ja, das. Oh, wir müssen. Okay, wir laufen. Also, ihr lauft aus dem Kreis raus. Nein, 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 wir sind an der Linie lang. Wir laufen an der Linie lang. Ja, aber wolltet ihr nicht in ein Haus und das nächste Haus da ist außerhalb? Ja, aber das Haus auf dem Berg da ist, glaube ich, noch innerhalb. Wir schleichen uns hier direkt an der Kante lang. Ja, von da oben haben die halt leichtes Spiel, wenn die. Ja, ich versuche hier von außen rumzukommen. Ich gebe mir jetzt mal kurz die Beine in die Hand. Ja, also wir können auch noch aus dem Bereich raus kurz, ne? Also das. Der, na, aber der wird schon kleiner gerade, ne? Ja, aber der ist noch nicht da. Es geht darum, dass wir nochmal. Dennis, das ist aber Hügel echt kommen. Gefährlich, was du machst. Ja, ja, aber ihr seid ja hinter mir und seid zu dritt und könnt jeden abknallen, der sich jetzt auf mich einschießt. Aber eigentlich bin ich super safe. Ja, der erste Kreis jetzt hat von außen. Zeit. Da oben ist auf jeden Fall gerangelt. Seid ihr da? Ja, ja. Ich warte noch mal, aber es sieht ganz cool aus. Auto. Von Auto auf 30. Ja, Auto fährt okay. Weg. Lass uns hier. Ich will nicht sterben. Okay. Sehr gut, wir schlängeln uns hier hoch. Hier ist definitiv einer irgendwo in einem Haus. Ich habe zum Glück eine Shotgun dabei, die werde ich gleich mal ausprobieren, was die so kann. Okay, ich presch vor. Echt? Bin noch nicht bereit. Ich will irgendwie über diesen Berg laufen, aber ich habe auch Angst, dass ich dann irgendwo. Jetzt prescht, ich presch hinter dich. Ich habe so ein bisschen Bergtarnfarbe an. So ein bisschen wie eine Ziege. Get down. Ich greife mal. Scheiße, wir sind im Bombengelöt. Kommt ihr bitte ins Haus rein hier? Ja. Achtung, da ist einer. Wo? Wo? Glaub, da? Mach zu, mach zu, mach zu. Nee.
Achtung, Dennis, könnte sein, dass ich da was gesehen habe. Komm zurück, komm zurück. Was ist das für eine Granate? Das erfahren wir gleich. Ich habe irgendwas geworfen. Oh, das war eine Flash, alles klar, Zugriff. Oh shit, die hat auch nie geklappt. Also habt ihr da Feinde oder was? Ja, der ist aber arg angeschossen, der Fucker. Das gibt's doch nicht, ey. Alter, was? Na, ich komm zu. Wo bist du, Dennis? Auf dem Boden, im letzten Raum von diesem. Ich bin bei dir. Bist du tot oder was? Ja, ich bin tot. Ah, shit. Ich hab den dreimal mit der Shotgun in die Brust geschossen, drei Pistolenschüsse und er ist immer noch am Leben gewesen. Oh, der war aber ganz gut equipped, ey. Hier, der hat eine Ump. Also er ist jetzt tot oder was? Hast du ihn dir geholt? Ja. Aber der ist doch bestimmt nicht alleine, Mann. Bis jetzt haben wir aber nur den einen gesehen. Okay, war es der letzte Überlebende aus. Ach nee, wir haben noch gar keinen Kontakt gehabt, ne? Doch, wir haben doch schon zwei umgebracht. Ja, stimmt, wir haben drei umgebracht. Das war bestimmt der letzte von denen. Wir haben eine ganze Familie getötet gerade. Aber das ist ein holographisches Visier, das ist natürlich auch nicht schlecht. Okay. Aber wo ist denn der jetzt? Bereich verkleinert sich bald. Ach, ihr seid außerhalb. Jo. Was hab ich denn dann? S12. Okay. Ja, 3 Minuten noch, ne? Habt ihr schon vernünftige Waffen mittlerweile? Ich habe eine ganz gut ausgestattete Ump. Hier liegt noch eine Ump. Diese ganzen Türen sind alle offen. Das irritiert mich sehr. Ich höre hier Steps. Okay. Wo? Hab ihn einmal getroffen. Wo ist er denn? Bei 210. Du hast ihn ausgenockt. Das steht auch da unten. Oh, er ist tot. Sehr geil, gut. Erschieß ihn. Er ist tot. Oh, ach, er ist tot. Aber es könnten halt noch mehr sein, ne? Gut, gut, gut. Ach, guck mal, hier habe ich jetzt eine Ump auch mal. Also. Wir können versuchen, den zu looten draußen, aber ist natürlich nicht gefährlich. Wir müssen auch langsam wieder nicht in den die Dings Türen rein. Blockieren, bitte. Sorry. Wir müssen in den Kreis gleich wieder rein. Komm, wir looten den. Aber es kann, ach, Achtung. Das geht ja nicht. Warum will der das nicht? Hier liegt der. So. Team Girls Item. Ja, aber ich habe noch keine Munition dafür. Er hat auch keine da. Nervig. Ey, der hat die Jacke, die ich auch anhab. Zieh die mal an. Da sind wir beste Freunde. Oh, Backpack. Okay, wir sind ganz schön weit weg vom Schuss. Jetzt geht gleich los. Jetzt los. Also. Ich habe mal zur Orientierung eine Marke gesetzt. In die Richtung müssen wir jetzt. Kommst du mit? Ja, warte, Andi? Warte. Ah, warte auf mich. Zum Andi warten. Okay. Hier in den Häusern können auch Lurche lungern. Müssen aufpassen. Ja, ich. Die sind wahrscheinlich schon die Gebäude nur noch zusammen betreten, würde ich sagen. Ich würde gar kein Gebäude betreten, weil gleich der Kreis uns frisst. Ja, in die Minute 9. Das Gute, in die Mitte reinlaufen. Und ja, ja, da ist keiner mehr. Leider kein Fahrzeug. Ja, haben noch eine Minute. Vergesst nicht, euch ein bisschen umzuschauen mit Alt, ne, wenn ihr rennt. Mhm. Achtung, das? Kontakt. Nee, wo? Doch nicht. Okay. Nur eine Hecke. Da ist ein Auto, ne? Die aus. Ja, aber fährt das auch? Im Norden. Ich gehe davon aus. Wir checken es aus. Soll ich das mal checken? Ja. Aber denkt dran, da können auch Schurken sein in dem Haus. Aber ich hab vor allen Dingen nichts zum Ranzoomen. Ist da ein Airdrop auf dem Innenhof des Hauses? Nee. So wie sich das anhört, habt ihr eh nur Kurzdistanzwaffen, ne? Also das Auto, was okay, hier okay, das Auto, steht, was hier ist, ist auch super kaputt, glaube ich. Ja. Ja. Oder? Ja, geht nicht mehr zu fahren. Der Rostlaube. Komm, lass mal wieder sammeln. Ja.
Ja, ihr müsstet euch auch bewegen. Der Kreis verkleinert sich bereits und ihr habt jetzt die Hälfte geschafft der Entfernung. Okay. Komm, let's go. Kommt ihr? Ja, ich renne. Ich renne hier natürlich sehr dumm direkt an den Haustüren vorbei. Könnt auch die Waffe weglegen für den Moment. Mit X. Oh Gott, über die Wiese. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Über der Wiese. Rechts auf 210 läuft einer. Er ist zwar weit weg, aber der nimmt auch die Hände in die Füße. Füße in die Hände. Ja, wir sind auch gleich da. Okay. Hier ist ein Jeep. Super. Wo? Können wir erstmal stehen lassen. Lass uns hier warten. Gucken, wo sich der Kreis entwickelt. Wir bleiben hier. Behalten den Jeep im Auge. Falls ihn irgendjemand holen will, schießen wir den nämlich tot. Und ansonsten fahren wir erst los, wenn wir wissen, wo der Kreis ist. Hat jemand Uzi-Munition? Ein bisschen? Ich hab... Nee. 4.5 Munition. Ich glaube, die nimmt... Was nimmt die... 9 mm, meh. Kann, wenn ich einmal. Ich habe 9 mm auch, aber ich glaube, die habe ich auch. Auto? Nee, Motorrad. Oh, oh. Motorrad-Sound. Ja. Oh Gott, ich stelle mich hin. Du stellst dich hin. Buggy, okay. Ist an uns vorbeigefahren. Oh, hinter Gott. Uns! Hinter, sag die Zahl. Oh ja. Deck mich mal, deck mich, ich sehe nichts. Scheiße. Fuck. Shit! Hinterm Baum. Genau der Baum, jawohl. Muss nachladen, muss nachladen. Keine Mumpen, keine Mumpen. Oh, ich bin verwundet. Schwer verwundet. Da ist noch einer. Alter, bist du gerade mit einem Schuss im Revolver in Kampf gezogen? Nee. Ich hab die alle verballert. Okay. Auf den. Warte, Andi, renn doch nicht weg. Bleib doch liegen. Ich will in deine Richtung rennen. Bin mir nicht sicher, ob da nicht noch einer war. Ich komme in deine Richtung. Ich würde ihn erst abknallen, oder? Na gut. I'm alive. I'm alive. Geil. Okay, ab in den Jeep, komm. Ja, oh, okay. Lebt der Typ am Baum nicht noch? Ich glaube auch, ja. Come home. Egal, ab in den Jeep. Nee, ich hab einen Kill gemacht. Ja? Ach, geil. Ja, oh Mann, du bist echt... Hat er dir die Hose von der Hüfte geschossen? Du hast keine mehr an, ne? Wieso fährt er nicht? Der hat kein Benzin mehr. Oh, Scheiße, raus aus dem Ding. Warte, ich hab ihm Energy Drink eingenommen. Das hilft dem Auto nicht. Ah, geh, steig aus. Okay, wir müssen schleunig Richtung Blau. Okay. Da. Ach shit, wir haben den nicht gelootet. Egal. Oder? Ja, ja. Was sollen wir tun? Ja, egal. Ja, das können wir jetzt. Zeit. Achtung, Auge aufs Haus. Ja. Wenn du was Fahrbares siehst. Schüsse voraus. Ja, gelten die uns? Ich weiß nicht. Wir gehen Richtung Blau, Andi, ne? Du gehst nicht Richtung Blau. Sorry. So, wir müssen rüber machen jetzt. Ja, mach Zeit. Achtung, Haus. Ja. Ich mach ein bisschen Distanz zum Haus. Natürlich schon. Weil ich habe echt diese dämliche Pistole. Ich glaube auch, das Haus befindet sich auch nicht in der sicheren Zone. Die ist direkt dahinter. Da hinten sind drei Häuser. Ach, wo willst du? Wo ist Blau? Ja, ihr seid schon wollen wir da in die Mitte oder wollen wir, guck mal, da sind noch mal Häuser, wenn wir hier den Berg hochkommen. Wollen wir da gucken, ob wir da was finden? Ihr seid noch weiter auf, ihr entfernt euch immer weiter voneinander. Ich bräuchte nämlich auch Heilungsmaterialien. Und jetzt höre ich schon wieder Schüsse. Wo bist du denn, Andi? Wieso bleiben wir denn nicht zusammen? Ich würde gerne, aber du bist außerhalb des Bereichs. Naja, ich bin in einem Schritt im Bereich. Okay, ja, da bist du, dann komme ich zu dir. Okay, ich liege hier auf der Anhöhe und ich muss mir immer... Das ist natürlich richtig schlecht hier unten in der... Ich will eigentlich nicht hier runter, Andi. Lass uns mal hoch auf den Berg gehen. Okay, wo lang? Mach mal nochmal einen Punkt. Ja, komm mal zu mir. Mach mal einen Punkt, wo du hin möchtest. Vielleicht finde ich einen... Hab ich ja. Ach, da zu dem Blau.
Also vermeiden wir auch diese Häuser hier. Ja, aber es geht ums Überleben, nicht ums Fraggen. Na, das ist mir schon klar. Ja, aber lass lieber Higher Ground und... Nun, okay. Das einzige gute Loot, das du jetzt noch bekommst, kriegst du von Fraggs. Hab dich nicht verstanden, da war ein Flugzeug. Das beste Loot kriegen wir jetzt, wenn wir Leute fraggen, nicht mehr in Häusern. Das ist ja alles schon eh abgegrast. Ich habe leider auch nichts zum Heilen, ich habe einen Energy Drink nur. Bleib da nicht stehen. Würde ich gerne trinken, tatsächlich. Dann komm zu mir. Durstig. Ich stelle hier so eine Dose Raketenbrause. Stell ich dir hier hin, hast du eine Motivation, hier hochzukraxeln, ey. Oh Mann, ich habe einfach keine Hose an. Der hat ja diesen Werkzeuggürtel. Ich glaube, das kratzt voll, wenn er ohne Hose mit diesem Werkzeuggürtel da rumrennt. Kriegt er, glaube ich, echt Probleme. Aber schöner, schattiger Ort, den du dir hier ausgesucht hast. Das ist echt cool. Hier. Gefällt's mir. Wow. Gehen wir noch weiter nach oben? Ja. Ah ja, der Kreis. Ist Heilen abgebrochen. Nein, oh Mann. Dass wir so lange brauchen, so eine Dose zu trinken. Jetzt wird's spannend hier. Noch 32 Leute am Stahl. Oh, da ist eine Hütte. Da wohnt mein Onkel, Tom. Ist er da? Ich weiß nicht. Hat der Loot? Sollen wir kurz gucken? Ja, wir sollten da mal kurz rein. Aber das ist genau unsere Art von Hütte. Wie wir sie immer haben wollten. Ist die Tür offen? Ja, eine Tür ist offen. Ja, ist wahrscheinlich nichts. Entweder nichts oder Gegner. Warte mal, ich werde das mal um... Ja, es wurde schon gelootet, ich sag ja. Da liegt aber eine Hose, ey. Ich zieh mir eben eine Hose an. Und eine Pfanne! Das Rucksack, ist doch geil. Brauchst du einen Rucksack? Ich hab einen Rucksack, danke. Okay. Cocktailhose. Okay. Wollen wir vielleicht... Hier ist ein Holo... Nee, was ist hier? Ein Holo. Holographisches Visier. Kannst du das irgendwo bei dir draufbauen? Ja, ich ne? Ich hab schon. Warte mal. Ich kann mal eine Schrotflinte einpacken. Genau. Holographisches Visier auf meine Ump ohne... Auf meine mumpenlose Ump. Sag mal, die Ump, ne? Die hat doch 9 mm. Eddie, du hast doch irgendwie 120 Schuss. Mhm. Kannst doch mal sonst dem Andi was abgeben. Ja, man kann die ja nicht splitten. Doch, es geht. Kannst du. Ach, das geht. Mit Steuerung gedrückt halten, glaube ich. Okay, warte. Ich komme mit zu dem zum Machen. Das hast du, glaube ich, neu belegt, gerade eben. Probier mal die Umlauttasten. Ja, sonst droppst du halt alles, ziehst du nach links rüber und dann 93 Schuss. Wiedersehen macht Freude. Ja, pass auf, dann Steuerung, ne? Probier mal W. Alt. Ich glaube, du hast auf W gemacht, Eddie. Ach so, ja, jetzt habe ich es eben. Ah, nee, guck mal, mit Steuerung. Und jetzt gebe ich dir, wie viel willst du wieder haben? Naja, gib mir einfach was wieder und lass uns jetzt kein großes Ding daraus machen. Warte mal, ach, ich muss eintippen, genau. Fallen lassen. So, die Hälfte. Die Hälfte von 120 sind 45. Okay. Heute. Und, nein, der hat mir ein paar 90 gedroppt. Ich habe jetzt 48 Schuss und der hat 45. Hast du noch einen Sanitätskasten? Nee, habe ich nicht. Unten noch. Ach doch, ich habe eine Sanitätstasche, Alter. Ja, Mann. Lass mich das essen. Andi ist halb leer und du bist ganz voll. Nimm. Werde ich direkt benutzen. Dauert eben 10 Sekunden. Noch. So. Der Kreis wird sich ins Tal hin verkleinern wahrscheinlich. 25 am Leben, ja. Ich würde mich dann mal kurz verabschieden. Die Zeit ist nämlich auch rum. Und gibt noch eine andere Sendung, wo ich hin muss schnell. Ah, ja, ist voll okay. Ne? Ihr könnt ja noch weitermachen. Natürlich. Viel Spaß. Auf Wiedersehen. Danke, bis später. Dennis. Danke, Dennis. Dennis gleich bei New Game Plus. Das heißt, wir müssen auch... Wir können die Sendung wahrscheinlich hier nicht zu Ende machen. Was schade ist. Ja, wir leben spannend. Nur noch 20. Vielleicht wird es das aber im Video on Demand zum Ende zu gucken. Aber wir schauen mal, wie es jetzt sich entwickelt. Also vielleicht lassen uns die New Game Plus Leute einfach 5 Minuten in ihre Sendung. Ist das machbar irgendwie? Ich weiß nicht, was die reden. Also es leben nur noch 19, wir machen das jetzt. Komm. Das ist halt mega spannend gerade. Ja, das war so, wie wir es vorausgesagt haben. Ne? Ja. Eventuell sind wir gerade echt. Das kann jetzt auch ganz schnell gehen. Also vielleicht. Also komm, ihr macht das jetzt. Es leben noch 19, ihr seid im Kreis.
Und der ist echt klein, der Kreis. Oh fuck, ich höre Schüsse. Ich glaube, ich werde beschossen. Aber nee, ich höre keine Einschläge neben mir. Ich glaube, das kommt da von rechts, also von Osten, von der roten Hütte. Von direkt hinter uns kam, glaube ich, auch irgendwas. So, wir sollten jetzt uns irgendwo hier in den Busch legen und hoffen. Also, wir bleiben jetzt noch bei euch. Cool, cool, danke. Danke. Regie sagt, wir bleiben jetzt noch hier bis zum Ende des Spiels, was nicht mehr in allzu weiter Ferne ist, liebe Leute. Danach gibt es NGPs. Ihr seid mitten im Kreis. So, hinter diesen Stein abschüssig gucken. Abschüssig gucken. Aber warum abschüssig? Also ich gucke Richtung Norden, du guckst Richtung Süden, würde ich sagen. Richtung Süden, ja. Also beziehungsweise ich gucke Westen und Norden und du guckst Süden und Osten, okay? Mhm. South East. Okay. Also gucke ich auch ein bisschen den Berg hoch, wa? Genau. Wobei, ja gut, könnte natürlich immer sein, dass da von da Leute kommen. Ja, ja, klar. Die Leute, die in die... Denk dran, hast du deine Waffe auf Automatik gestellt, nicht auf Einzelschuss? Vollautomatisch jetzt. Sehr gut. Danke. Hätte ich vergessen. Ich habe ein gutes Gefühl, 17 nur noch. Mhm. Ja, ja. Schüsse nordöstliche Richtung, aber kein Gegner. Ich glaube, am besten umgucken mit Alt, ne? Damit man sich nicht bewegt. Ja, obwohl, wenn ich gerade die Waffe in der Hand habe und eh schon ziele. Da ist eigentlich recht, einfach nur gucken. Weil mein Visier bringt ja eh nichts. Bereich verkleinert sich. Ja, ist gleich da. Jetzt mal ein bisschen eher. Oh, ihr müsst nach Nordwesten. Okay. Ich sehe es. Lass uns noch einen Moment gucken, ob jetzt jemand hier... Genau, lass uns, wir sind nicht so weit weg. Wir schaffen es easy, da hinzulaufen. Lass uns erstmal die anderen Vögel, die jetzt Panik kriegen. Ja. Von hinten. Da kommt, okay, ich sehe einen. Wo? 2,50, Richtung 2,55, aber der interessiert uns nicht. Den wird auch schon geschossen. Wir bleiben schön liegen. Der ist down. Der wurde abgeknallt von anderen. Top. Da hinten geht's ab. Bei mir im Westen geht's ab. Wir lassen die sich schön fraggen. Okay, ich guck weiter nach hinten. Ja, Mann, fragt euch schön. Guckst du dir? Ich guck den Berg hoch gerade, ja. Okay, im Westen hat sich einer hingelegt. Direkt auf Westen. Hinter dem Baum. Ich glaube, in deiner Richtung geht einfach mehr Action als in meiner. Ja, ja, aber lass den. Der wird gleich aufstehen. 27 Sekunden, wir sollten aber auch los jetzt langsam. Ja, ja. Warte, da läuft er. Ich sehe ihn. Achtung. Auf den wird geschossen. Scheiße, wenn wir uns... Ich sehe da unten auch jemanden auf 15. 15 bis 30. Ist hinterm Baum gegangen. Spielbereich verkleinert sich jetzt. Wir müssen los, Mann. Wir müssen los. Hier hinter diesem Baum, auf dem wir zulaufen, rechts, ist irgendwo einer. Wow, irgendwann schießt auf mich und trifft meine Pfanne. Ich bin tot, okay. Ich bin ausgenockt. Ja, da wurde ich abgewartet einfach. Ja, schade. Aber du kannst noch... Shit. Ach, schade. Verlierst ziemlich schnell Energie, Eddie, ne? Oh, was, so viel? Das haben ja, wir das geht ja, immer schneller zum Ende. Je, genau. Okay, das habe ich nicht gewusst. 7. Okay. Tada. Das wusste aber ich. Aber immerhin nicht. Top 5. Na, guck an. Das war auch ganz Team schlecht. Rang Nummer 3. Ich fand, das haben wir gut gemacht. Shit, voll. Nummer 3, ey. Oh! Das war nicht schlecht. Oh. Das ist ja gemein. Ich wusste nicht, dass es so schnell geht am Ende. Ja, wir müssen uns apropos am Ende schnell gehen. Wir müssen uns ganz schnell verabschieden, weil New Game Plus wartet darauf, dass wir abgeben. Vielen lieben Dank. Das war Pern und Battleground. Jetzt jeden Montag um 17.30 Uhr live. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Wir sehen uns später wieder bei Team Limited. Tschüss. Ciao. The Forest. Danke, Andi. Gerne. Ach ja, Forest auch noch.